Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte heute eine Dragonflower, eine Drachenblume mit hauptsächlich Alkoholinks versuchen und habe mir dazu die Royal Coaster Form rausgesucht von Molds and Shapes. Das ist eine tiefere Form, die man dafür benötigt und fast ungefähr 300 Gramm. Ich habe mir dazu schon mal das Harz angemischt, und zwar das Art Pro, ein mittelviskoses Harz, Mischungsverhältnis 100:66. Dieses Harz benutze ich im Moment hauptsächlich, weil ich damit eigentlich ganz gut zurechtkomme. Dann habe ich mir hier die Farben zurechtgestellt, das werde ich euch gleich kurz zeigen, wenn ich sie anmische. Ich möchte ganz gerne mal dabei bleiben, damit man ungefähr sieht, was man da reingibt. So, und zwar möchte ich gerne den Guss ähnlich wie bei der Fairy Flower machen. Ich möchte mir die Farben mischen, dass das eine schöne bunte Blume wird. Und das probieren wir halt mal aus. Und zwar habe ich hier einmal von Octopus die Alkohol Ink Sapphire, also Saphirblau. Gut schütteln. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Farbe hinhaut, weil die Alkohol Inks ja doch wesentlich heller sind wie die Resin Inks. Ihr seht das ja schon, also so sehr kräftig ist die Farbe nicht, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel da reingegeben. Immer noch mal ein bisschen mehr. Ihr seht, die Farbe bleibt relativ hell. Was dabei. So lasse ich das jetzt einfach mal. Durchmischen, dass die Farbe gut vermischt ist und man keine Schlieren drin hat. So, das ist die erste Farbe. Seht ihr? Die werde ich direkt mal wieder verschließen, sonst weiß ich hinterher wieder nicht, welcher Deckel auf welches Fläschchen gehört. So, dann nehmen wir den nächsten. Der ist schon mal benutzt gewesen. Daher dieser orangefarbene Schimmer. Ach hey, jetzt habe ich mir da auch noch was in die Form geschlappert. Das muss ich gleich erstmal sauber machen, bevor ich da irgendwas einfülle. Den Flaschenhals, da setzt sich doch immer ein bisschen was ab. Das ist das, was da eben wohl in die Form gefallen ist. So, auf geht's. Mal direkt ein klein bisschen mehr rein. Ein Spatel zum Umrühren. Eine tolle Farbe. Es ist Berry Juice Alkohol Ink. Und obwohl es eine Alkohol Ink ist, also ist es doch eine schöne, kräftige Farbe. Ihr habt gesehen, das war so ein guter Spritzer, den ich da reingemacht habe. So. Seht ihr? Mach vielleicht noch mal zwei Tröpfchen rein. Drei sind es jetzt geworden. Aber das ist bei der Alkohol Ink gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, die sind bei Weitem nicht so opak wie nicht so kräftig wie die Resin Inks. Resin Inks sind ja auch nicht opak, die sind ja eigentlich alle transparent. So, das war das.
Ich hatte leider tatsächlich keinen Gelbton. Leider habe ich gerade festgestellt, dass mein Handy nicht zu Ende aufgenommen hat. Ich schätze mal, dass es wieder zu heiß geworden ist. Ich habe mir ja hier die Farben angemischt. Hier sieht man noch die Reste darin. Die habe ich ineinander gegossen, hier reingegeben und dann mit dem Hot Pink aufgegossen. Ich habe jetzt etwas gewartet und möchte nun meine Bögen da reinmachen. Ich hoffe, dass es wenigstens jetzt weitergeht. So, ich werde jetzt mal meine Bögen hier reingießen. Ich hoffe, dass das Handy jetzt anbleibt und nicht wieder ausgeht. Die Ems. Und wieder die O's. So. Das sieht jetzt reichlich wild hier aus. Das Ganze fängt jetzt etwas an zu arbeiten. Ich gucke schon immer, ob das Handy noch an ist oder ob es wieder ausgegangen ist. So, jetzt geben wir erst noch mal eine Runde Ems hier drauf. Gucken, wo die Mitte ist, anfallen und schwupp, aufpassen, dass wir nicht übergießen. Die Mitte so richtig getroffen habe ich jetzt auch nicht. Und so war doch schon etwas viel drin. So, jetzt möchte ich mir doch mal etwas Glitter anmischen. War vielleicht ein bisschen viel Platz jetzt. Zieht sich wieder zu. Ich konnte allerdings nicht genug aufgießen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt klappen wird. Das funktioniert wohl nicht. Weiß ich noch nicht so genau. Das ist ein Glitter, den ich mir mal bei Temu mitbestellt hatte. Da gebe ich noch eine Note um. Die packen wir da jetzt mit rein.
Da gibt es so kleine Prickelchen drauf. Das weiß ich gar nicht, was das ist und woher das kommt. Hier gibt es ein Glitter da mal rein. Was hin tun. Allerdings ist das jetzt doch schon sehr voll geworden. So, ich lasse das Ganze mal lieber so. Überlege, ob ich noch eine Runde mit dem Weißen mache. Aber ich glaube, ich lasse das lieber so. Weil ich kann das auch gut, eine Sache zu verschlimmbessern. Und manchmal sollte man das einfach so lassen, wie es ist. Und einfach nur abwarten. Ja. Runterziehen. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was es wird. Ob es annähernd das ist, was ich mir vorstelle. Wenn nicht, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Oft entstehen die tollsten Sachen dadurch. Und wir warten dann einfach mal ab. Das ist jetzt vielleicht so eine halbe Stunde später. So hat sich das Ganze entwickelt. Ich bin also wirklich sehr gespannt, was die andere Seite morgen so hergeben wird. Hallo, es ist Ausformzeit. Ich bin so gespannt, was das geworden ist. Wir sehen also, es ist alles zur Mitte gezogen. Die Farbe sieht jetzt sehr orange aus, ist aber für den Sommer gar nicht so schlecht. Ist schön sonnig, wie eine Sonnenblume. Lassen wir uns überraschen, wie die andere Seite geworden ist. So, wollen wir das mal entformen. Ihr seht vielleicht, dass rausgeht. Und los geht's. Leute, das ist so eine schöne Fairy Flower geworden. Das hätte ich nie gedacht, war auch in dem Fall gar nicht so wirklich beabsichtigt. Aber ihr seht, es werden die tollsten Sachen daraus. Außenrum ist tatsächlich der orangefarbene Rand geblieben. In der Mitte sehen wir die einzelnen Farben. Wir haben Gelb, wir haben Pink. Hier hat sich das etwas vermischt ins Bleu. Der Glitzer mit den Noten in der Mitte und auch hier ein wenig wunderschön, also toll, ich hätte es nie zu hoffen gewagt. Ich bin super, ich bin total begeistert und ich hoffe, dass euch die auch gefällt. Ich werde versuchen, da noch eine schöne Aufnahme von zu machen. Die Sonne scheint ja heute wieder und naja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Bis dahin sage ich dann mal
ciao. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.